Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Underworld. Ich versuche hier ja schon seit der letzten Folge fleißig diese Statuen hier in die richtige Position zu kriegen, damit das Licht reflektiert werden kann und hier über diesen Stein auf das Bindi der anderen Statue hier vorne fällt. Und irgendwie weiß ich nicht mehr wirklich, wie sie sich richtig hinstellen sollen. Ich bin etwas irritiert gerade von dem Viech hier. Ich habe gerade gemeint, es hat sich bewegt, bevor ich die Aufnahme angefangen habe. da hatte ich den Screen nämlich schon an. War jetzt irgendwie gerade ein bisschen unheimlich. Kann mir nicht helfen. Naja, also ich versuche mal hier weiter ein bisschen rumzuschieben. Ups, nein, in die andere Richtung wollte ich. Aber wie weit? Nee, jetzt bin ich ja wieder raus. So? Aber reflektieren tut es doch nicht. Oder? Jetzt schiebe ich dich auch nach vorne. Komm, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Nö. Das ist komisch. Weil soweit. Soweit. Nee, schon außen lang, oder? Woran erkenne ich das, dass diese Figur richtig steht? Oder andersrum? Moment mal. Vielleicht ist das die falsche. Nein, 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 nein. Schon außen rum, Lara. Mach doch einmal, was ich sage. So rum. Das Tier auf die Seite muss. Sie müssen vielleicht nach vorne gucken. Genau, die schauen vielleicht verkehrt rum. Genau, das wird sein. Ich habe die auf die falsche Seite gestellt. Wie komme ich denn jetzt durch dieses. Kann ich das da drüber? Das fährt einfach drüber, aber das Viech. Ja. Bingo! Meine Güte. Hätte ich ja früher drauf kommen können, dass ich die verkehrt rumstehen hatte. Juhu! Ich hab's geschafft! Und es vibriert hier alles. Und es donnert und kracht. Was erwartet mich da unten? Kommen da gleich wieder Viecher? Oh, das sieht. Sieht doch irgendwie heiß aus. Muss ich jetzt gerade mal. Geht das? Nö. Da ist doch bestimmt gleich wieder was, was mich angreift. Ich höre schon wieder Geräusche. Ach nee, das bin ich selber. Ich scheppere. Ich bin gerade etwas übervorsichtig. Ich weiß nicht warum. Bin ich sonst auch nicht. Ey. Okay, hier ist ein Speicherpunkt. Wer kommt hier? Wer greift mich an? Wer will was Böses? Das sieht toll aus und ich würde gerne mal Fotos machen, nur ich habe vergessen, das zu aktivieren. Wir zielen mal wieder ins Leere. Nur weil ich wieder Geräusche höre. Sau doof. Was höre ich da eigentlich? Sind das jetzt Spinnen, Fledermäuse, was für Viecher?
Ich weiß das gar nicht. Da haben wir noch was zum Sammeln. Nee, leider nichts drinnen. Mist. Ich lade jetzt mal hier rum. Ich warte ja nur drauf, dass wieder irgendwas Großes, Ekliges kommt. Wo die kleinen Viecher ja auch schon reichen. Voll und ganz. Was sind denn das für Geräusche? Himmel noch eins. Okay, das waren die Pflanzen, die Geräusche. Ist da irgendwas versteckt zum Einsammeln? Da hinten. Ja, da ist was. Mein Gott, gerade noch entdeckt. Ich hätte es wieder fast übersehen. Wie so oft. Aber wahrscheinlich kommen die erst, wenn ich mich da hochhangel, oder? Die Viecher. Das hört sich irgendwie nicht gut an. Ich kann mir nicht helfen. Ich will da jetzt gar nicht hoch. Angst. Das hört sich eklig an. Ach nee, falsche Taste. Ach ja. Ach so. Will ich da überhaupt? Jump? Das weiß ich gar nicht, was ich da will gerade. Ich will da eigentlich gar nirgends hin. Ich weiß gerade nicht, was ich da mache. Das merkt man, oder? Oder... Ah, vielleicht... Moment, jetzt habe ich eine andere Idee. Vielleicht muss ich das irgendwie zu mir ziehen. Ich vergesse mal, wie das geht. So, und dann kracht das da drauf und dann gibt's ein Loch. Mein Gott. Ui. Antike Welt. Was? Tagebucheintrag freigeschaltet. Alles klar. Das war das Geräusch. Die Spinnen. Die antike Welt habe ich jetzt gerade gestartet. Ich bin schon im nächsten Kapitel. Ja, Wahnsinn. Nur, oh, schön, da hängen gleich noch welche. Igittigit. Okay, ich aber doch auf die andere Seite. Schießen wir die Viecher ab. Ich krieg euch alle. Ihr ekligen. Sind da noch welche? Hängen da noch mehr so Viecher? Wo kann ich am besten, auf welche Seite muss ich klettern, damit ich nicht so arg tief stürze? Ich riskiere das jetzt mal. Ich hätte beinahe vergessen, die Taste zu drücken. Hier nie. Ui. Da ist gleich noch mehr Viehzeug. Wie war das? Lara. Schätzeli, ich, Mist. Ich habe ein klitzekleines Problem, dass ich nicht weiß, wie ich dich heil hier weiterbringen soll. Weil ich dich jetzt, einfach fallen lasse, bist du Matsch. Ich glaube, ich habe mich jetzt gerade in eine etwas ungünstige Position gebracht. Könnte das etwa sein, weil da ist eigentlich ein Haken. Jo. Ich glaube... Ich glaube, das war's jetzt. Ich glaube, da komme ich jetzt nicht mehr weg, ohne ihr weh zu tun.
massivst weh zu tun. Oder? Ich hätte gerne mal eine andere Perspektive. Ah, so sieht man, was sie so alles mit sich rumschleppt. Ja, was mache ich jetzt? Verdammt. Wenn ich jetzt auf los... Haha! Reaktion ist alles. Boah, ich habe jetzt mal gerade ein Dusel gehabt, dass mir das so eingefallen ist, dass das gehen könnte. Normalerweise wäre ich jetzt ziemlich tief gestürzt. Meine ich. Bei meinem gewissen Talent für solche Sachen. Toll, das war nichts. Ist da was? Hey, die hat so zur Seite geguckt. Ja, da ist ja auch was, das sehe ich schon. Da, wo du so hingeguckt hast gerade. Lass uns doch erstmal kontrollieren, ob wir hier irgendwo was sammeln können. Ach du grüne Neune. Lara, wo sind wir hier gelandet? Ich muss dazu sagen, dieses Stückchen spiele ich jetzt blind. Ich kenne es weder von der Xbox-Konsole noch von der Wii. Falls es es bei der Wii so gab, das weiß ich nicht, weil ich diese Stelle überspringen musste bei der Wii, falls es sie gab. Da ich da einen Fehler drin hatte irgendwo, einen Hänger bei dem Spiel, und ich konnte diese Sequenzen hier in der antiken Welt nicht spielen. Aber ich denke, das wäre sowieso ganz anders gewesen als hier auf dem PC. Und auf der Xbox bin ich einfach noch nicht so weit gekommen, weil ich abgebrochen habe und mir dann für den PC das Ganze gekauft habe. Was ich irgendwie schöner finde. Hier sind so ein paar Stellen, die nicht so ganz in Ordnung sind von der Grafik, glaube ich. Naja. Also. Ich glaube... Genau. Da muss ich, glaube ich, hin. Es leuchtet so schön. Ach, das ist der Handschuh. Oje. Wo bin ich hier? Bin ich jetzt wirklich in Helheim oder was? Langsam wird mir klar, wo die Gerüchte um Thors göttliche Kraft herkommen. Aha. Okay. So, da gucken wir noch kurz rein, was uns da erwartet. Drücken oder was? Nee. Drücken? Was will die? Drücken, ziehen, schieben, drehen, ich weiß es nicht. Ah, okay, zur Seite. Ich habe die ganze Zeit versucht, also zu mir zu ziehen oder zu drücken und zu schieben. Wo bin ich hier? Ja, wir machen uns mal möglichst stark bemerkbar. Alle unheimlichen Wesen, die hier sind, bitte, hier bin ich. Ich mache euch aufmerksam auf mich. Schon wieder irgendwo ein X angezeigt. Gut. Ach, da. Da ist ein Ring. Ich guck mal kurz hier in den Abgrund. Was mich da erwartet, wenn ich daneben springe, wieder irgendwo. Lauter Xen. X. Mach mir kein X für ein U vor. Nee. Gott, ich rede heute wieder Blödsinn. Ich leuchte. Der Weg leuchtet. Wow.
Der sieht jetzt mal unheimlich aus. Dieser Bereich war lange vor den oberen Ruinen hier. Ja, würde ich auch mal sagen. Wieder protonordische Runen. Mein Sohn, deine Schätze nah und fern. Der Bruder dieses Schuhs, dein Gürtel Meglingjada und der mächtige Mjölnir. Sie alle werden beschützt von den Toten, um Jörmunganda zu binden. Ich denke mir schon, was da kommt. Ist kürzlich. Wenn einer von Thors Hand schon hier war, ist er jetzt weg. Was ist das? Nadla, ich weiß, was du planst und bin nicht mehr deine Puppe. Richard James Croft? Das war Vater. Ihr Vater war da. RJC. Seltsam. Vater hat seinen zweiten Vornamen in Monogrammen nie verwendet, um nicht mit Großvater verwechselt zu werden. Dort hast du das Artefakt versteckt. Du alter schlauer Fuchs. Jetzt muss ich nur noch zum Boot zurück. Das Artefakt versteckt? Am Grab vom Großvater, oder was? Oder wie soll ich das jetzt verstehen? Blöde Frage, ganz blöde Frage. Wie komme ich denn hier wieder weg? Also da sind überall Ringe, kann ich mich da hinten runterlassen vielleicht? Was ist das gemeint? Wo war denn das X? Nein, meine Güte, Mädel, pass halt mal auf. Da ist was zum Einsammeln. Sehr schön. Und wie komme ich hier wieder weg? Ja, das ist jetzt schwierig. Und ich überlege mir jetzt, wie ich hier weiterkomme. Beende hier die Folge. Ich bedanke mich fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.